TV Straßensound. Also, ach, wir stimmt, haben unten du kommst, rein, du kannst nicht mehr leugnen. Ich weiß wieder wo. Ja, ich weiß wieder wo. Ja. Nachts kam ich da irgendwann an. Ich weiß. Warte mal, und den Savas haben wir hier. Haha. Digga, du hast das echt alles dokumentiert. Die schönen Tage meines Lebens. Geil, die schönen Alter. Tage meines Lebens. Das war die Session, ich lieber Savas. Ich weiß nicht, dass wir davon Bilder haben. Ach Mensch, das war so schön. Hallo, Savas und Kamerad Dick. Na? Ah. Hi. Alles gut, ich muss ganz kurz meine Sachen machen. Alles gut. Haben wir das schon mal gesehen? Nee, ich hab's noch nie gesehen, glaube ich. Immer nur im Fernsehen. Wir kommen gleich nach. Im Offenlecker. Boogie letztens in seine Wohnung. Das ist eine große Ehre. Weil man weiß, man lässt nur Menschen in die Wohnung, die man mag. Ich bin gespannt auf die Wohnung. Ihr habt schon mal ab und zu mal Interviews bei ihm gemacht in der Wohnung, ne? Genau. Da steht so viel rum. Das ist meine Sammlerwoche. Wow. Wow. Da weiß man gleich, wen man erwartet, wenn die Tür aufgeht. Los, Mann, komm ab jetzt hier, will ich sauer. Du hast gut abgenommen, ne? Ja, leider am Penis und Gehirn. Diggi, mein Freund. Grüße dich, willkommen und nochmal an mich, ja. Hi, Dorsch, hi, Kete. Ja, grüße dich. Wow. Hudi. Geil, gut vorbereitet. Wow, sehr stabil. Faschen. Der Kunde macht Stress, er macht mich zum Panischer. Jetzt habe ich hier einen General. Ich fuhr mit Gewehr, das kommst du gefällt und jetzt holt euch der Panischer. Zu Gott doch nicht. General, nein. Schwangel, Schwangel. Wurde jetzt gut gehäutet auf. Weißt du, das ist eine Kornlatter. Wie heißt das? Das ist eine Kornlatter. Dann wird's wieder raus, oder? Ist das eine Kornlatte? Boogie, lass die Schlange bloß drin, Alter. Ja, aber mal anfrischen. Digga, ist das eine Kornlatte? Ja. Tut keinem was. Die weiß doch nicht, ne? Regenwurm auf Anabolika. Ja, weiß die extrem. Nimm mal in die Hand. Tabas vor, die ist ja wie jedes Tier. Das sind ja keine Fotzen wie Menschen, die töten nicht aus Spaß. Wenn du mit den kleinen Fingern so Feuer machst, dann könnte es passieren. Aber die würde niemals irgendwas Riesiges beißen, da denkt sie, hat sie keinen Hunger. Wie so ein Haifisch. Wenn führt zur Verwechslung dann beim Surfbrett, dass er denkt, das ist eine Robbe. Ja, und hier halt mal die, und hier denkt er halt die kleinen Finger sind was. Ich immer so. Nimm mal in die Hand. Ich hab so Schlangen schon berührt und in die Hand genommen. Du hast doch jeden Morgen eine Anaconda. Hey, wir hatten in deinem Video hatten wir eine, die war so. Ja, natürlich. Die hatten so eine große, Alter. Ja, die war doch bei die gelbe, die habe ich angefasst, alles, Alter. In Deutschland muss ich doch kein Tier Angst haben, danke Sie. Aber wenn ich bei Lil Diesel mal bin, ein Buffer, da habe ich manchmal so leicht Paranoia und der hat ja eine Python. Oh. Ey, so ein Durchmesser, die ist ja kleine Lämmer und Hühnchen und so. Da ist doch ein bisschen Adrenalin, wenn ich gerade steif bin, die dann da lang knallt. Aber es gibt schlimmere Sachen. Alter. Ja, schön, dass du hier bist. Ey, vielen Dank für die Einladung. Ja, Ehrensache. Siggi war ja früher manchmal hier. Hast du früher noch nie? Du warst auch noch nie hier. Auch nicht noch nie. Bei Bling Bling Song, die haben wir in einer anderen Wohnung gedreht. Das ist richtig. Ja, wo die Hummer gewesen sind. Ja. Da machst du hier viele Interviews? Ja, nur die Auserwählten kommen wir rein. Nur die allerfeinste Gesellschaft. Ah. Ist ja meine vier Wände. Das ist ja mein Reich. Villa wird ja gerade noch tapeziert. Sonst weiß ich, ey, hallo, wie Übergang. So. Ey, vielleicht mal ich vorschlagen, wenn Siggi nichts dagegen hätte oder Savas, einer aufs Bett. Ich setze mich aufs Bett. Cool, weil wenn ich lange Arme gehabt hätte, wäre ich Boxer geworden, dann weil ich kann nicht so lange halten. Du warst doch Boxer, oder? Ja, aber das ist kein gutes Prost, Digga. Prost, Baby. Guten. Ja. Was brauchst du da? Marvin, sieht man mich in dem Bild? Wir fangen einfach mal an, wa? Fang einfach an. Jo, hier ist Boogie, der Herzenkeeper für TV Straßensound. Mit meinen zwei alten Weggefährten, ey, ich habe noch keinen geraucht, du siehst, ist wie unterzuckerter Atze. Ich muss erstmal klarkommen hier. Savas an meiner Linken, zu meiner Rechten Siggi. Ey Jungs, erstmal vielen Dank, dass ihr am Start seid. Danke für die Einladung. Ja, danke für die Einladung. Ey, klar, Ehrensache. Ich freue mich total. Ich hau erstmal an, sonst geht's gar nicht. Wir freuen uns übrigens auch sehr. Wir freuen uns schon seit Tagen auf das Interview hier. Ja, geil, Mann, Alter. Das wird jetzt was.
Ey, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich weiß ja so viel über euch, aber ich weiß noch, wie wir uns alle kennengelernt haben. Das war ungefähr, was schätzen wir, saß 96, 97, Siggi? Nee, später. 98? Ja. 98, ja. Mit 18, ich war 18. Ja? Ja. Oh Mann, Alter, das ist lange her, Mann, Alter. Wo war das denn? Freestyle-Clubs, ne? Warst du auch im Royalbunker? Ja. Ja, dann war das da. Krass, Mann, Alter. Mhm. Savas? Ich habe das Gefühl, dass ich dich früher schon mal kennengelernt habe. Ich glaube ja... Du warst Writer, wir kannten, du warst Jux. Ja, aber das erste Mal richtig bewusst wahrgenommen habe ich dich als Battle-Gegner, Alter. Erinnerst du dich daran? Wir haben das gegeneinander gebettelt. Ja, das war in Zehlendorf. Da war noch, war in eurer Crew nicht ein Junge namens Frost auch. Ja, Türke. Sinan Frost, genau. Und das war in Zehlendorf, da war so ein kleiner Club und wir sind da mit Funkfüchse hingegangen, ne? Alle mit Brille und die lieben Jungs so. Und ihr wart auch da. Und ihr wart auch da. Und wir haben ja da jede Gelegenheit genutzt, um da irgendwie zu rappen. Und dann kam es auf einmal zu so einer Art Battle dann zwischen dir und mir. Aber was ich damals schon wahrgenommen habe und was ich dir immer zugute halte, ist, du warst damals ja schon, du warst damals wahrscheinlich noch mehr als jetzt, so eigentlich so ein Typ mit so einem Temperament, ne? Baby, ich war ein Teufel, aggressiv, voll mit Hass und immer wild. Aber du hast trotzdem, war das für dich, du hast immer einen Unterschied gemacht, Hip-Hop ist Hip-Hop, Straße ist Straße. Und obwohl wir gebattelt haben und obwohl viele von seinen Jungs auch immer gesagt haben, ja, fick die und so, Boogie, fick ihn und bla, er ist trotzdem, du bist immer sportlich geblieben. Klar. Und das muss ich echt sagen, das war so mein erster Eindruck, den ich von dir hatte, so. Du, das ist ja, was ich auch immer unter vielen Dank erstmal sage, das, siehst du, ich weiß ja eigentlich komplett die letzten 20 Jahre nichts mehr. 15 Jahre psychotisch, 20 Jahre Alkoholiker und ich weiß nichts mehr. Es war eine gute Zeit, wie mir alle erzählen. Ja, Savas, ich habe das schon immer als Ventil gesehen, weil alle immer sagen, unsere Kultur ist aggressiv, ist gewalttätig. Da kriege ich so eine toten Hasskreuze in den Augen, ja, weil es ist einfach das Ventil. Ja, ich hatte es ja, das ist ja das Ventil dagegen und das war es für uns schon immer. Und da hat man schon immer so getrennt. Und auch damals, na klar, weil ich glaube mal ganz ehrlich so, da waren die wenigsten auf unserem Level so, was dieses Gangbang-Scheiße angeht von Leuten hier im Süden, außer den Jungs da in Kreuzberg oder die im Norden. Aber wir haben das immer voll getrennt gesehen, auch immer auch Hip-Hop. Ich war dann auch ja nach meiner kriminellen Zeit war ich ja erst dann am Corner und mit dem Hip-Hop wieder. Das habe ich dann so gesehen, um von den Scheiß wegzukommen. Ja, Mann. Ja. Ist so. Ist so, Mann. Ich weiß noch, der legendäre Boxkampf. War Sigi auch dabei auf der Splash? Da waren wir voll fett. Da habe ich einen Bonkopf geraucht, da haben wir auch geboxt. Und du hast moderiert. Echt, ja? Ja, Mann. Das, das war auch sogar so eine Royal Bunker Bühne, ne? Ja, kann genau, das sein? Genau. Ja. Genau, Mann, Alter. Ich weiß das erste Mal. Wer hat da geboxt? Das war, ich weiß nicht, ob ich moderiert habe, aber Steiger war hundertprozentig da. Also ich will es nicht immer wieder erzählen, es war schon eine sehr lustige, eigentlich ist ja euer Interview, jetzt werden alle mich wieder verfluchen und sagen, Boogie, ja, erzählt, Sigi, frag mich. Also folgende Situation, ich war auf der Splash, du weißt, viele Berliner haben es auch mal genutzt, um schnelles Geld zu machen, war da voll aktiv, kommt zu einem Stand von Lonsdale. Die wollten wahrscheinlich ihr Nazi-Image auffrischen, haben da ein bisschen reingebuttert in die Splash, hatten so einen Hammer, dahinter war ein Container, nicht ein Container, ein Anhänger mit einem Ring, war ein Transportring und da drin war ein Kämpfer, wie auf dem Rummel, der ist natürlich schwer, war schon leicht ausgelaugt, er hat die ganze Zeit geboxt, ich glaube, der hieß Hamudi, Topmann auch, ja. Und dann, ich war ganz bescheiden, wollte ein paar Alonso-Sachen abgreifen, Savas hat moderiert ich kann es auch nur rekonstruieren. Und dann hat glaube ich, der Mare und da ein paar andere Störenfriede immer im Rausch geschrien, jetzt kommt Boogie, wie bei deinem Battle, meine behinderten Kumpels, ja, der fickt euch alle und so. Ich wollte meine Ruhe, raucht da nur Bon. Und ihr kennt aber auch Steiger mit der Mentalität, ich bin nicht in Berlin groß geworden, hab nie Backpfeifen bekommen, für was ich sage. Der hat da wieder voll ein Fettnäpfchen in den Griff, ich liebe den Jungen, ey, wisst ihr, alles Peace jetzt, aber ihr wisst, wie er ist. Na, heute den dicken Boogie mal auf die Bühne. Ja, ey, das konnte ich dann auf mich nicht sitzen lassen. Hab noch einen Bonkopf geraucht, da dachten sie wieder, oh nee, jetzt, ja. Ja, aber da habe ich in 20 Sekunden beendet. Aber er war auch ausgelaugt, ja. Und ich bin ja ein Bong-Athletic-Atze. Also ich rauche ja immer Bong vom Workout. Ich bin ein Assassiner, ich gehe in den Krieg mit deinem Joint in Hand. Nein, Mann, Alter. Ach, Mann, freue ich mich, dass ihr hier seid. Verrückte Zeit, Mann, Alter. Savas, geht es hier noch? Ja, ja. Sigi, das Jägermeister, ja? Nee, danke, Bruder. Ihr habt jetzt ein Album rausgebracht, Royal Bunker. Kommt noch, am 29. Ich habe schon 2 Lieder von gesehen, Rasieren. Danke. Aber du weißt, das einzige Lied, was bei mir von dir auf Repeat läuft, ist Der Weg nach draußen. Echt, ja? Das hörst du? Savas, ich sag das immer.
Das ist eins der besten Lieder der Welt. Danke, Mann. Ja, ehrlich. Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt gedacht, dass du irgendwas Altes sagst, so keine Ahnung, King of Rap oder LMS. Marvin, hör mal, die Platte. Ist es noch von der ersten Pressung? Denke ich schon. Kennst du noch Siggi? Natürlich. Ja. Und von, das Cover ist von Toons, ne, Dicke? Genau. Und von Siggi, mein Lieblingslied von dir, was ich immer wieder höre, ja, ist Keine Angst. Krass. Das ist mein Lieblingslied von dir. Krass. Habt ihr auch ein Lieblingslied von mir? Ich bin ehrlich, ich mag unser gemeinsames Feature, ne? Ja, unendliche Munition und alles, was ihr braucht. Alles, was ihr braucht, weil das der erste Song war, den wir zusammen gemacht haben. Und ich erinnere mich einfach, wie du zu uns da nach Friedrichshain in das Optikbüro gekommen bist. Ganz allein, total lieb, Mann. Und die Jungs wussten ja auch gar nicht, wie du bist, ne? Die kannten dich auch nicht. Und die waren auch, also es war so krass, Mann. Als du gegangen bist, haben auch alle gesagt, oh, was für ein lieber Mensch, so herzensgut. Und alle waren so begeistert von ihm. Und wir haben ja noch nie einen Song da zusammen gemacht. Nein. Und das war der erste Track und der ist gleich direkt geil geworden, finde ich. Es war ein ganz schöner Abend. Ja. Und der Marvin ist jetzt mal so nett, geht unterm Fernseher. Neben dem Kilo Crack ist da ein Fotobuch. Nee, wie ist denn unser Song, den wir gemacht haben? Wir haben viele Songs gemacht. Aber ich meine, den Zaster. Der bei Bela schießt der Zaster, Zaster? Zaster. Okay. Zaster. Ich heb ab und so, aber mein Lieblingstrack von dir und mir ist Mach dir keinen Kopf. Oh ja. Der ist, also ja, für die Frauenversteher unter den Ärzten, der ist schon sehr hart. Also wir sagen auch. War das nicht der, den wir da gemacht haben bei Belasch? Nee, mein Lieber. Den, pass mal auf, also den Track Mach dir keinen Kopf, der ist bei Mixtape entstanden, in Money Mark Studio, vom Arzt produziert, das Mixtape. In seiner Sauna haben wir da aufgenommen. Der Marvel, guck mal, wir gucken jetzt mal. Also guck mal, pass mal auf, mein Freund. Ich habe hier lauter Beweisstücke, ja. Hier können Sie nichts leugnen, ich habe sie auf Papier. Erstmal, jetzt wo wir gerade da sind, können wir. Hier, da haben wir es aufgenommen, lieber Sigi. Da bist du. Wow. Da in dem Studio haben wir Mach dir keinen Kopf aufgenommen. Ja, 2004. Das ist, also, ach, wir stimmt. Haben, und du kommst, du kannst nicht mehr leugnen. Ich weiß wieder wo. Ja, ich weiß wieder wo. Ja. Nachts kam ich da irgendwann an. Ich weiß. Warte mal, und den Savage haben wir hier. Haha. Digga, du hast das echt alles dokumentiert. Die schönen Tage meines Lebens. Geil, die schönen Tage meines Lebens. Das war die Session, lieber Savas. Ich wusste nicht, dass wir davon Bilder haben. Ach Mensch, das war so schön. Da hat mir May noch erklärt, dass es Schucknight heißt und nicht Satschneid. Ja. Weil wir im Süden sagen immer, wenn du einen abzockst und vor allem bei Mucke, sagen ich schenke immer Schucknighten. Okay. Dass wir ihn Schucknighten würden. Aber Satschneid heißt, Schucknight heißt es ja. Und jetzt durch May wissen wir das, sonst haben wir Satschneid gesagt. Nee, Mann. Krass. Ja, Mann, die alte Zeit, Alter. Bist du noch mit deinem Kollegen, wie hieß der aus Wien? Van Dog? Nee, Mastino. Mastino. Top Mann hier, Mann. Du warst einer der ersten Berliner, der mit Österreich zusammengearbeitet genau, hat. Genau, genau. Weil da gibt's. Die es nicht wissen, jetzt ist ja der große Österreich-Hype. Mit die gehyptesten Rapper kommen jetzt aus Österreich zur Zeit, Alter. Und also eigentlich kommen wir vom Kameradenweg, aber du hast recht, so, okay. Verkauftechnisch gesehen. Nein, aber wirklich, er war der Erste und ich erinnere mich, wie du mich angerufen hast und meintest, ey, da ist ein Kollege von mir, ist das cool mit Gästeliste und so. Und. Mhm. Der kam vorbei, der war auch ein super Typ. Ja, Mastino ist ein ganz stabiler Bruder von mir, einer der besten Menschen, die ich kenne. Ganz toller Mensch, geht jetzt einen anderen Weg. Ich probiere immer wieder fast zu nötigen, zu zwingen. Er sollte mal ein Soloalbum aufnehmen, hat leider nie aufgenommen. Er hat viel aufgenommen, aber viel für mich, aber leider ist nie ein Soloalbum entstanden. Props an den. Ja, in Österreich war ich schon immer gut, weil da kam auch Fat Frank kam ja auch daher, den kannte ich nur vom Namen, aber das ist ja wie ein 10, das sind so die Ecken. Ja. Naja, guck mal, der Sigi wird ja das genau wissen. Ne? Der Sigi wird ja genau wissen, was ich meine. Damals kannte es MV keiner. Da dachten die auch, wird genau, heile Weltmenschen. Wie wenn sie hier im Süden kommen und denken, wir sind Dahlem. Ja, wenn es keiner kennt. Und die Berliner waren ja auch ganz blöd, wir waren ja nicht schlauer. Alles, was außerhalb von Berlin ist, ist Wax und Opfer. Weißt du, aber wenn du wirklich viel unterwegs warst, hast du immer gegenüber reale Leute. Ja, man, habe ich ihn dann kennengelernt, Mann. Ja, Mann, verrückte Zeit, Mann, Alter. Jungs. Was, ihr wart jetzt im Studio, habt dieses Album aufgenommen? In 4 Studios waren wir. In 4 Studios? Ja, hat ein bisschen länger gedauert, das ganze Ding. Stabil. Ja. Wart ihr die ganzen Jahre connected miteinander eigentlich? Nee.
Royal Bunker hatten wir eben unsere Zeit, ne? Mhm. Und du weißt, wie das früher war. Man war zwar auch im Royal Bunker, aber danach ist jeder wieder nach Hause gefahren in seinen Bezirk und hatte mit den anderen Bezirken nicht wirklich was zu tun. So, ne? Deswegen, also die Zeit, die ich mit Savasch hatte, war dann Sonntag 19 Uhr. Ne? Jeden Sonntag 19 Uhr, 3-4 Stunden, wie lange wir da waren. Und dann der Weg nach Hause. Savasch hat auch immer viele Reden geschwungen damals, ne? Hat immer erklärt, was richtig ist und was falsch für Hip-Hop und so weiter. Und alle haben immer an seinen Lippen geklebt. Ja, das war so die Zeit, die man hatte. Und dann hat sich das ja so aus. Er hatte dann Optik, war bei Agro, ne? Das hat sich dann so. Konkurrenz. Das war auch Konkurrenz klar, immer. Klar, Mann, klar, Alter. Ja. Ne? Klar. Und dann. Stimmt, jetzt rekonstruiere ich es natürlich. Bei Agro war auch Mock, das war die Seite, mit der du nicht gut klar, die ja die Scheiße gemacht hat, ja. Oder ne? Dieses Album, genau, was für Savasch frech war, na klar. Und ich war auch nicht dabei. Es war das einzige Bassbox-Album, von dem ich mich komplett distanziert habe. Und sogar dagegen war. Wir noch nicht mal befreundet, aber das ist ja. Halt, Boogie ist halt echt ein Mensch mit Werten, ne? Kann man sagen, was man will. Du hast deine Werte und deine Vorstellungen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dich alle respektieren. Alter. Danke, lieber Savasch. Vielen Dank, dass du so sagst. Ist ja so. Ja, Mann. Ich fand auch immer so, ey, ist nicht böse gemeint, aber ich habe damals ein Statement gegeben. Das war, glaube ich, die erste ich habe ja immer noch keinen YouTube-Kanal. Das erste, was von mir YouTube drin war, ich gesagt, wer Savasch disrespektiert Berlin. Jetzt so viel dazu. Eine liebe Freundin, Alter. Ja, Mann, Alter. Mit Ziggy, dir hatte ich viel zu tun in der Agro-Zeit. Ich weiß noch, einer meiner schlechtesten Tage war einer deiner coolsten Videos. Junge von der Straße. War ich bei dir beim Video, ja, alles ganz gemütlich, ich dampf nur immer schön da und dein Catering war ja immer teurer als meine Videos. Und das war so schön, sieh du bei dir, ja. Und kam raus der Psychiatrie raus, ich meinte so, und kein Haftbefehl, nee, Bruder, mach sich schöne Zeit und so. Ich denke so, Hamdallah, ich bin frei, mir geht's gut, geht's uns nicht, das Video, alles geil. Krieg doch den Anruf, Arzt, weißt du noch, wo ich mich noch nicht mal verabschiedet habe, einmal weg war. Na, hat doch die Schwester von meinem Freund angerufen, die dem angewohnt hat. Hat doch gesagt, dass SDK bei mir war. Ach so. Das war auch mein letzter Tag, weil ich da erstmal 1,5 Jahre auf Staatsurlaub. Stimmt, aber ja. Ja, Mann. Das stimmt. Ja, das war eigentlich immer in dem Video so. Da gucke ich mal Wehmut drauf, so, ja. Nee, Quatsch, Alter. Du bist aber noch zu sehen im Video? Ganz kurz, ganz kurz, ja. Verrückte Zeiten, Alter. Wie viele Tracks sind auf dem Album drauf? 14? 14, 15, ich weiß auch nicht genau. Ich weiß es einfach nicht. Also ja, ich weiß es nicht genau. Ich glaube 14. Krasses Ding. Materie am Start, wer ist noch drauf? Lackmann, Lucky aus dem Ruhrpott, aus Witten. Krass, Witten Untouchable, Alter. Lucky. Ja. Und wir haben noch einen Sänger, den guten, wie heißt der jetzt nochmal, bin ich irgendwie bescheuert? Nico Santos, genau. Nico Santos, der auch bei Genie gesungen hat. Und okay, cool. Und jetzt alles so geht in die Richtung wie die ersten Dinger? Nein, es heißt nicht Royal Bunker, weil das so nach Royal Bunker klingt, oder? Also ich fand, das klang einfach geil, Alter. Ja, nee, das heißt Royal Bunker, weil das unser gemeinsamer Nenner ist, ne? Daher kennen wir uns. Ja. Das ist so, wenn man alles runterbricht auf woher kennen wir uns, dann ist es der Royal Bunker, ne? Und deswegen heißt das Album so. Und nicht, weil wir da irgendwie nostalgisch sind und wollen, dass das so klingt wie damals oder so ein Unsinn. Das ist Schwachsinn. Ich find das Album sogar ziemlich modern, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht trappig oder irgendwas, nein, aber es ist schon. Es ist nicht klassisch Boom Bap oder irgend sowas, ne? Wie siehst du? Siehst du auch so? Nee, auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir so einen gemeinsamen Sound gefunden haben, ne? War schon auch mit viel Entgegenkommen und Kompromissen verbunden. Aber ich finde das ganz gut. Jeder hat so seinen besten Mann mitgenommen, ne? Seinen Top-Producer. Sigi hat Desio mitgenommen, ich habe Smooth mitgenommen. Waren dann gemeinsam halt in L.A., haben dann da angefangen und geguckt, wo es hingeht. Und ich glaube, wir haben echt einen schönen Weg gefunden, einen schönen gemeinsamen Sound. Also es klingt, für mich klingt es halt überhaupt nicht gewollt oder irgendwie so, dass man jetzt sagt, okay, das war jetzt so ein strategischer Song, davon ein und davon ein und hier noch eine Single, sondern im Grunde, glaube ich, werden trotzdem die Leute, die uns auch früher gefeiert haben, werden das jetzt auch feiern können, weil ich glaube, das ist auch eine Weiterentwicklung von dem, was wir früher auch gemacht haben. Einfach Rap und einfach auf die Kacke hauen und versuchen, geile Songs zu machen. Desio, Topmann, habe ich auf dem Schirm. Topmann. Auch schon manchmal auf Beats von ihm gerappt. Ja. Smooth, super Typ. An dieser Stelle schöne Grüße. Das ist ein Bruder von mir aus dem Frankenland, aus der Nähe von Bamberg.
Und ich habe ja mit ihm zusammen ein Studio und die letzten Alben habe ich ja schon alle mit ihm gemeinsam produziert irgendwie. Cool. Ja. Mit Mel machst du auch noch, arbeitest du noch mit ihr zusammen? Mel habe ich mega lange nicht mehr gesehen. Die macht ja ihre Sachen da und legt auch viel auf und hat, glaube ich, auch so ein paar musikalische Ausflüge in verschiedene Richtungen gemacht. Ich habe sie super lange nicht mehr gesehen. Also wir haben da jetzt gerade nicht so viel Kontaktpunkte gehabt. Okay, und ist Smooth jetzt bei dir Hauptproduzent von den meisten Sachen jetzt? Ich bin ehrlich gesagt, ich habe nicht immer so auf dem Schirm, wer dich produziert hat. Spielt ja auch keine Rolle. Ich meine, aber Smooth macht die meisten Sachen. Also okay, cool. Sergey hat auch was auf dem Album produziert. Ein Beat habe sogar ich dazu beigesteuert und halt Desu und Smooth. Smooth ist auf jeden Fall Smooth. Ja, und Desu hat den Groove, wa? Also über Desu brauchen wir nichts sagen, wa? Berliner Urgestein. Er hat ja mal einen geilen Beat für mich produziert. Manchmal haben Frauen einfach Haue verdient. Von Ärzten so gesampelt. Das war doch zu hart. Da war ich dann doch wieder zu die rosa-rote Brille auf, weil ich dann nicht auf die Welt loslassen, das Ding. Ja, Mann, Alter. Mit Joker F gearbeitest du noch manchmal, Sigi? Ja. Cool, Alter. Wie geht's denen? Gut. Gehe ich von aus. Da läuft's ja auch. Ja. Bei denen läuft's ja gut. Solange er Landliebe hat im Studio, ist alles Paletti. Eis meinst du? Nein, Landliebe, Kakao war doch Kakao. Immer. Ja. Ja, jetzt mittlerweile essen die da immer Eis im Studio. Da gegenüber ist eine Tankstelle und da essen die Hunde sich immer Eis. Aber ich glaube, das alles bei denen läuft ja. Die machen ja auch die Mucke für, wie heißt dieser Film hier? Goethe, Fakir Goethe. Cool. Da machen die Filmmusik für. Und also da sind die dann auch an jeder DVD beteiligt, soweit ich weiß. Und das läuft ganz gut dann bei denen. Gott sei Dank. Ja. Ich gönne allen. Natürlich. Gerade den Berlinern, ne? Ey, den am meisten, Alter. Das letzte, wo du hier Kameradenweg-Charts warst, war der Track mit UFO. Weil, also euer Track wurde gepumpt ein paar Mal, aber war jetzt nicht so auf Hot Rotation. UFO, ich bin ein Berliner. Ja, wo war das? Auf Kameradenweg-Charts, die hier bei mir immer auf Hot Rotation-Charts. Okay, Kameradenweg-Charts, ja, das wollte ich nur machen. Ja, das war der Song mit UFO, ich bin ein Berliner. Cool. Cooles Ding. Mhm. Cooles Ding. Was pumpst du so zurzeit privat, Sigi? Früher warst du Two-Shot, oder? Früher warst du der Two-Shot-Fan, ja, oder? War der Two-Shot-Fan. Ja, ich war Two-Shot. Ja, du warst, stimmt, ja, du bist alles West Coast. Ich war am Anfang alles West Coast, hab dann spät zu East Coast gefunden, aber Sigi war für beides offen irgendwie, ne? Der hat alles gehört, auch Devin aus dem Süden und so. Alles. Ach Mensch, wann hat das verwechselt? Dann hast du bei irgendeinem Lied gesagt, wenn sie lieber Two-Shot als Pack hört oder so. War das nicht eine Punchline von dir mal? Ja, ich weiß aber nicht mehr genau, wo es da ist. Deswegen dachte ich, Two-Shot. Mann, oh Mann, nur Punchlines im Kopf weiter. Wer ist zurzeit bei euch so up to date? Ich höre Trettmann gerade sehr viel. Wer ist das? Das ist, der war früher mal, habe ich gehört, als ich mich jetzt mal ein bisschen informiert habe. Der war Reggae-Sänger eine Zeit lang. Und jetzt macht er so Trap-Gesang oder so. Das macht er sehr gut, finde ich. Und ja, den höre ich gerade, also sehr jeden Tag, wenn ich zu Hause Zeit habe, ne, Staubsaugen, was auch immer. Dann höre ich den, es gibt gerade so ein, zwei Songs von dem, die höre ich eigentlich nur. So, das höre ich. Cool, also bist du auch noch, Mensch, obwohl du jeden Tag mit Musik zu tun hast, du brauchst auch noch als Konsument voll, wa? Und ja, ganz ohne wichtig. Ohne Worte, ja, ganz voll wichtig. Klar. Ich bin auch sehr gerne, ich höre auch sehr gerne im Auto Musik und dann wundern sich Leute, warum ich nicht rede mit denen im Auto. Ich bin dann immer leise, ich höre die Musik. Krass, das ist wie bei mir, die Weiber sind immer sauer, wenn ich nicht mit denen rede, ich höre Musik. Ja. Ich nutze die Zeit im Auto, weil ich zu Hause nicht so viel Zeit habe zum Musik hören, Kinder und so weiter. Ne? Und wenn ich dann im Auto bin, dann höre ich Musik laut, auch wenn es geht. Und dann rede ich mit keinem und das finden manche Leute asozial. Lässt du deine Kinder deine Musik hören, Sigi? Ja. Ich auch. Ist doch okay. Voll okay. Oder? Ja. Wir müssen doch da keinen Hehl draus machen. Nee. Nicht jeden Song. Wollte ich gerade sagen, es ist ähnlich wie bei Literatur oder Film, das ist alles cool, was wir machen, aber manche ist halt nicht für Kinderaugen geschaffen und mehr gibt es darüber nicht zu diskutieren. Ich kann eher sagen ja, weil die Liste von Songs, die ich nicht zeige, ist ganz klein. Ja, cool. Wie ist es bei dir, Savas? Ich höre, an deutschen Sachen höre ich jetzt gerade CR7Z zum Beispiel. CR7Z? Ja. Hättest du mir gesagt, das geile Auto da unten steht, aber es ist ein Bentley, wa? Ja. Ja, ist ein Bentley. Ich dachte, hättest du gesagt, das ist ein CR7Z, Digga. Oh, gutes Modell. Kein Disrespekt jetzt. Wer ist aus Amiland oder Deutscher? Nee, das ist ein Deutscher aus der Nähe von München und seine letzten Videos waren auch bei mir auf dem Channel und so. Kannst du dir mal angucken. Der ist auf jeden Fall sehr lyrisch. Montes mag ich liebe natürlich Vega und Bosca, ne, die Jungs, Freunde von Niemann. Vega?
Ja. Vega, es gibt nur einen Vega, wa? Vega. Der macht geile Musik, weil in meinem alten Studio das leider geschlossen hat, hat ein Freund immer Vega gepumpt. Das ist so ein bisschen auch so, Depri, überhaupt nicht negativ gemeint, aber auch so sehr, sehr, sehr poetisch und so ein bisschen so deep, ne? Auch so ein bisschen deeper, ein bisschen melancholischer. Dazu kommt es halt echt einer der geilsten Typen, ne? Ja, gefällt mir gut, die Mucke, ich kenne das. Alles möglich. Also ich finde auch jetzt zum Beispiel die neuen Sachen von Nemo so, was er macht, die Chorusse und die Hooks, die bleiben krass im Ohr zum Beispiel. Und überhaupt auch so Cello Abdi und so, das feiere ich auch. Diese neue Single von dem mit Chill und Abdi rasieren, Mann. Ja, Mann. Die rasieren. Ich finde die auch voll geil, Mann. Hannibal, Chill und Abdi finde ich voll geil. Dann, du kennst die Geschichten und du auch von mir. Ich will die mal rauspacken. Ich gehe so Hannibal googeln, da steht so Hannibal Boogie. Ich denke so, krass, wieder so ein Remix. Weil es gibt auch einen Kollegen Boogie Remix. So, ihr kennt das, habt ihr auch alle um die Ohren. 100 Mal mehr als ich wahrscheinlich. Ja, dann ist es auch ein Live-Auftritt. Bin ich mit Chill und Abdi und Hannibal auf die Bühne und performen. Ja, ich wusste es nicht. Dementsprechend ist auch ein bisschen wieder lustig. Aber alten Text gerattert, klappt immer. Ich bin der und dann da ging es los. Aber ich war voll lustige Geschichte. Ich guck so. Auf Mike oder was? Nö, Konzert sogar von Cello und Abdi. Und du wusstest nicht, dass es Cello und Abdi Konzert ist? Ey, dann fällt es mir wieder ein, dass es passiert ist, aber... Ja, war das so? Oh, okay. Ja, man, Props an die Arzt, Mann. Verrückte Welt, mein Alter. Sigi, bist du noch so exzessiv wie früher? Machst du einen vernünftigen Eindruck, wa? Nee, Dicker. Wegen aber Kids auch und so, was? Ja, klar, wegen Kids. Ja, klar. Hauptsächlich wegen Kids und Frauen, Gesundheit. Smoke weed noch everyday, Baby? Ja. Weed, ja, wa? Ja. Und machst auch so Weed jeden Tag, aber nicht die anderen Sachen weglassen, war Alkohol. Ja, ich trinke auch. Also. Weil ich sehe gerade, du machst mir Angst gerade. Auf jeden Fall den nicht. Ich höre gar nicht, Sigi ist krank. Hättest du jetzt einen Wodka stehen oder sowas, hätte ich auf jeden Fall schon überlegt. Da überlege ich nicht mal mehr. Ne? Das ist, ich kann es nicht mehr sehen. Teufelzeug, war Feuerwasser. Ja, also so viele Jahre exzessiv dieses Zeug getrunken, so das ist so, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Und immer pur so weggehalten. Yeah. Also bei einer, sagen wir mal, wenn ich ein Konzert hatte, habe ich am Abend 2 Liter getrunken. Nicht mehr. Ja. Auf der Bühne 1 Liter. Du hast nie gekotzt? Nee. Nee. Hast du gekotzt? Nee. Aber ich hab mich zum Kotzen benommen. Ja, okay. Das letzte Mal die Scheiße, das war beim B-Tight-Konzert. Da gibt's so einen Witz, das fanden die alle voll lustig, weil auf den Aufnahmen, da gibt's so eine Schatz. Ja, Sigi und Tavasch? Ja. Und jeder ist so 2-mal dran, und dann kommt Bogi, dann vergeht 1 Minute. Da ist so ein Becher voll, da gehe ich wieder auf die Bühne, mach wieder scheiß Musik, nur weil die alle keine Ahnung haben von Musik, werfen die nicht mit Gemüse. Quatsch, nee, die waren cool, die haben es genossen, war ein cooles Publikum. Nee, und dann aber fahren die Ärzte mich natürlich nach Hause. Aber der Fahrer, ne, wirft mich die Babymama natürlich nach 5 Minuten raus. Dann fahre ich nach Hause mit dem Bus. Im ersten Bus rauche ich mir noch einen Joint, bin voll besoffen, nachts so. Im zweiten Bus haue ich den Joint an, aber ich habe das gar nicht gepeilt. Ich gucke alle so an im Bus, denkst du, warum gucken die mich so böse an? Ich meine, der böse, alle hassen mich und so, schütteln mit dem Kopf und so. Eine Frau spuckt auf den Boden. Hast du nicht gepeilt, Ja, habe ich gar nicht gepeilt, ich habe den ganzen Bus voll geraucht. Naja, wie der Rest endet, kann ich euch ja vorstellen. Ja, Mann, Alter. Nee, finde ich gut, Sigi, Alter. Stabil. Zu Ende, Sigi. Naja, dann, also ehrlich gesagt, war es noch ganz cool. Der Busfahrer war sehr korrekt und hat gesehen, weil es gibt echt coole BVG-Arzten. Erstmal Props an die BVG, das meine ich ernsthaft. Meint der Junge, Alter, was denn das? Na, wurde es mir klar, wie es voll ausgestiegen. Also hat eine Verwarnung gemacht. Weil es nicht SEK. Mhm. Weil es für 63er haben eh immer einen Freischein. Die Hälfte hat Angst, die andere Mitleid. Das ist immer, klappt immer ganz gut. Nee, meine Führungsaufsicht ist ja zu Ende, seit einer Woche. Okay. Ich war jetzt 10 Jahre auf Bewährung, ist vorbei. Danke, Babys, danke, Alter. Ja, Mann, deswegen ja auch die Verantwortung. Deswegen wird nicht mehr so getrunken, weil... Muss man ja auch nicht. Nee, das letzte Mal habe ich irgendwo eine Waffe gezogen, ja. Also sage ich natürlich eine Plastikwaffe vor Kameras. Aber wie soll ich euch erzählen, ich war nicht mehr Herr meiner Sinne. Und ich habe ja immer gesagt, ich schade mir selber. Und kein anderer, aber das stimmt nicht, weil man seinen Leuten ja auch immer viel antut damit. Die leiden ja darunter, das ist klar. Deswegen muss ich immer Herr meiner Sinne sein, wenn ich Weed rauche. Weißt du, ich bin Türsteher und Rapper. Wenn ich sage, also das ist das, wo ich mein Geld mit verdient habe. Und wenn jetzt Sigi sagt, er hat heute Abend einen Club, wo ich drauf aufpassen soll, gibt gut Kohle, kann ich das machen. Auch auf Weed, funktioniere ich. Auf Alkohol funktioniere ich nicht. Wenn Savas sagt und Sigi sagen, ihr braucht eine coole Vorgruppe, oder einen, der ein bisschen besser aussieht als Vin Diesel, so eine Mischung aus Chuck Norris und gerne Freestyle macht. Ja. Kann ich auf Weed, auf Alk nicht. Und man muss immer eigentlich funktionieren, weißt du? Es soll jetzt nicht mehr so Tage geben, wo ich nicht funktioniere. Was nochmal bitte? Chuck Norris, Vin Diesel. Spaß. Nee, doch. Ja, doch. Hab ich die ganze Zeit überlegt. So, ja, auch jetzt, wo du abgenommen hast, noch ein bisschen mehr Chuck Norris. Was willst du trinken, Sie?
Ihr wisst, Alter, ich esse keinen Honig, ich kau Bienen. Nein, Spaß, Alter. Nee, das ist, und mir tut's auch voll gut. Und ja, ich denke mir auch, dass es ja einfach auch so eine Problematik ist, auch vom Alkohol, dass man immer sich total abschießen muss. Und bei Kiffen verstärkt halt nur die Emotionen. Also ich habe auf Kiffen noch nie eine 120 Kilo Olle gefickt. Ja, naja, ich sag's so. Aber das bedeutet. Ihr wisst, wie ich meine jetzt, weil ich wusste, wie ich es anders beschreiben soll. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass du auf Saufen hast du das schon. Was? Auf Saufen hast du schon mal eine 120 Kilo Olle gebumst. Sigi, wenn du wüsstest, was ich auf diesem Bett schon abgespielt hat, würdest du nicht drauf sitzen. Dicker, ich schwör dir, kein Problem. Kennst du das? Am liebsten. Ja, wir wollen jetzt ja für Kinder auch die Sendung, okay. Ja. Aber 120 Kilo war dabei schon. Hä? 120 Kilo war schon dabei. Einmal 160, war wie ein Sujuk in eine Turnhalle werfen. Echt, ja? Echt, aber das heißt nicht... Mann, nein, das spielt gar nicht die Rolle. Ich sag's auf Alkohol baut man Mist. Ja? Eine Frage. Ja, ich weiß, es steckt immer alles tief drin. Nein. Sabasch und ich überlegen über eine Frage jetzt schon ein paar Tage nach. Die geht bestimmt schon über 3-4 Tage, denken wir über diese Frage nach und haben keine klare Antwort noch bekommen von keinem. Okay. Es gibt Typen, die haben Pimmel, die sind so groß wie mein Unterarm. Ohne Spaß, unirrigiert. Die schlackern so rum. Gibt's wirklich. Ja. Und es gibt so Mikropenisse. Die so aussehen wie ein Kitzler. Ja. So höchstens. Ja. Was, wenn du nur einen von beiden haben könntest, welchen würdest du nehmen? Boah, das ist hart die Frage. Ja, ich bin ja 16 cm an Täter und ich gehe immer manchmal mit der halben Masse in den Krieg und besiege immer die Feinde und bin eigentlich da sehr zufrieden, kann auch mal bis zum Anschlag. Aber jetzt mal ehrlich, aber das ist eine harte Sache. Krebs, wie es Sabasch mal gesagt hat, ne, was willst du, Krebs oder AIDS? Die mit den Kleinen ist hart, aber groß, die sind, wie bist du? So, war mal ehrlich jetzt, Sigi. Der Große, wie ist denn der Große? Sag mal, den Kleinen kann ich mir vorstellen. Ja, aber gut, das haben ja welche. Das finden ja welche geil. Naja, meine ich ja. Mikropenis auch, Leute. Ja, aber das finden keine Eulen geil. Also, weil ich glaube, ab. So ein Ding geil. Auch nicht, aber dann, du Baby, guck mal, hör mal zu. Sigi, mit den 40 cm Dingen kann ich ja immer noch Hälfte reinstecken. Theoretisch, ja. Dann kann ich ja vorsichtig machen. Aber mit dem Mikri-Ding. Ey, dann nehme ich den Kleinen. Dann sage ich, wie Bushwick will, say don't come too quick. Too big. Du kannst davon ausgehen, mit beiden kannst du nichts anfangen. Ficktechnisch. Davon kannst du schon mal ausgehen. Ey, warte. Digga, Welchen nimmst du jetzt? Das ist eine Frage, da muss man länger drüber nachdenken. Schreib das in die Kommentare. Okay. Dann nehme ich den Mikro, weil ich sage, meiner ist klein, aber stinkt wie ein großer. Egal welchen du hast, du versuchst den doch nicht zu zeigen. Savasch sagt, er würde den Großen wollen und würde damit im Schwimmbad da wenigstens rumlaufen können und der King im Schwimmbad sein können. Aber Savasch, darf ich dich mal aufklären? Wohnen am FKK-Strand. Die Killer, ich muss dir aber aufklären, jetzt mal kein Witz. Wenn du über 30 cm hast, was ich einen kenne, ist es auch manchmal eine... Ohnmächtig. Danke, wollte ich gerade sagen, es geht richtig auf deinen Kreislauf drauf. Ja, also jetzt mal Spaß beiseite und dann lieber den Kleinen, wa? Sag ja tendenziell, du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass du mit beiden nichts anfangen kannst, sextechnisch. Ja, richtig. So. Also doch, vielleicht den Großen dann doch so zum Angeben, dann kann ich wenigstens noch angeben. Mit dem Großen kann ich noch angeben. Das, du läufst über Schwimmbad und alle sagen, Alter, guck dir mal den Typen mit dem Riesenschlong an, guck dir mal das Video an. So kam das dazu eigentlich. Siehst du das? Ja. So, bis zum Knie runter. Verzweifelt abzudecken irgendwie. Das ist hart. Ja, so und Ding. Und wo ist jetzt Mikro? Ding? Ich weiß auch, Mikro Joe ist gespannt. Nee. Ja, ist eine gute Frage, Sauce. Und Sigi scheint es noch länger zu beschäftigen. Das Thema in Polen hatten wir das kurz. Sigi hat sogar schon ein Lied darüber gemacht, von KIZ über das Thema. Über kleine Penisse. Ja. Ja, aber nicht über diese Frage. Die Frage steht immer noch im Raum für mich. Ich weiß es nicht, kannst du dir nicht sagen. Aber jetzt mal ehrlich, ja, manche sagen ja, deiner ist so, Sigi. Ja? Vom Boden entfernt. Ach, mein Freund. Kein Kalauer nach dem nächsten. Alter. Nein, die Quatsch. Aber die kommen auch rausgeschossen. Ja. Tack, tack, tack. Tour?
im Januar. Ich muss immer ab und zu noch dran denken, dass es hier um Musik geht, weil es so atzenmäßig gemütlich. Bloß nicht dasselbe quatschen wie in allen anderen Interviews. Okay, seid ihr die Nächsten und ihr müsst sagen, wir übernehmen. Aber ihr habt schon übernommen, was soll man dann sagen, wa? Die allen übernehmen ja alle, ihr habt schon übernommen, ihr könnt ja gar nichts mehr sagen. Nee, wann seid Live-Gigs? Genau, im Januar. Cool. Die Dates sind auf unseren Seiten auch. Schön. Und bei Tickets und Eventim und so weiter gibt es noch ein paar Tickets, aber auch nicht mehr so viele. Köln haben wir ausverkauft, machen wir zweiten Date jetzt. Berlin, Max-Schmeling-Halle ist auch, geht in Richtung ausverkauft jetzt. Und mal schöne Karte für Boogie mit am Start, plus eins. I love you, was willst du trinken? Danke, ich komme mal, du bist der realste Sauersch, Alter. Einmal, das war so cool von dir, also du bist auch der realste, alle die realsten, aber es war so schön, ich war, guck mal, die meisten so sind dann mal arrogant, ja, und so geworden, aber Sauersch bin ich auf der Bühne, das sind 8000 Leute, ich habe einen Jungen mitgebracht, so einen Fan von ihm, ja. Für die war es der tollste Tag, schon allein da zu sein. Dann sieht Savasch mich auf der Bühne, dann stoppt er, macht er so. Danke, Bro, war mich sehr geehrt. Hast du eine Show geschafft? Das ist richtige Liebe, Mann, das ist richtige Liebe. Aber es waren nur 3500 oder 600, ja, nicht 8000. Aber danke trotzdem, du hast mich nochmal größer gemacht. Aber einmal warst du, Bro, da warst du mit Adel, Tawil und Azad, ja, da waren auch ganz viele. Stimmt. Da waren aber 8000. Auto Arena, damalige, heute Mercedes-Benz, ja. Ich ziehe dann auch Sigi-Shows, ja. Ich ziehe auch immer so den höchsten Hut von euch. Ich übe jetzt auch daran. Deswegen, ja, wirklich, deswegen trinke ich auch nicht mehr. Weil ihr macht immer anderthalb Stunden Show oder zwei Stunden. Diese ganzen Texte im Kopf zu haben, da bereue ich doch, dass ich vielleicht 10 Millionen Liter Wodka und 1 Million Blanz und Coco noch auch. Digga, mit Proben kriegst du ja, das auch. Ich denke auch, ich bin auf dem Besten, ich bin jetzt bei 40 Minuten. Also, du hast die ja geschrieben, die genau. Songs. Deswegen, genau. Die sind ja schon da. Du musst die ja nicht von null irgendwie raufkriegen. Die sind doch schon in deinem Kopf irgendwo. Sieh, ich sag ganz ehrlich, jetzt ist das kein Problem. Nur jetzt, früher war es unmöglich, wenn man sich so mit seinem Körper umgeht, weil es ist auch eine riesen Arbeit und ein Kopfjogging, ja. Das, was die Leute immer nicht wissen, da werdet ihr mir ja recht geben. Weißt du, Baby? Und früher, wenn ich dann mal einen gesippt habe vorne, war ich froh, wenn ich Brennt den Club abgrillen konnte, Brennt den Club ab. Das ging halt immer, aber jetzt auch immer. Damals haben die mich ja abgeholt, nackt abgeduscht und Tourbus. Bist du schon mal aufgetreten ohne Saufen? 1000 Mal. Deswegen letzte Woche erst wieder, dann sagen sie alle, ich rasiere. Ja, das klappt immer gut. Deswegen, ich habe ja vorher auch gerade den Elan, da weiterzumachen, nicht zu trinken. Ich habe auch gar keinen inneren Krieg mehr mit mir, weil es einfach nur gut tut. Besser. Ja, Mann, voll entspannt, Mann. Ja, Alter. Ey, was ist jetzt noch solo-mäßig danach was am Start? Oder jetzt frage ich wieder schon viel, jetzt macht man schon das nächste Projekt. Ey, wir können es ja atzig halten. Zauber, ich habe ja eine Frage, die beschäftigt mich echt voll lange schon. Und du redest über alles offen im Thema. Ja, ihr hattet einmal ein Lied gegen Pädophile, du und Xavier Naidoo. Ja. Ich will es immer suchen, ich suche das immer, ich kann es nirgendwo finden. Das ist ein Hidden Track. Der kommt nach dem letzten Song auf dem Xavier-Album, auf Gespaltene Persönlichkeit, nach. Am Ende von Lied des Lebens kommt dieser Track dann. Da wurden wir aber auch relativ missverstanden. Da haben wir auch schon viel Schelter eingepackt. Da hieß es auf einmal, wir wären gegen Schwule oder so. Schwulenfeindlich und wir wären Nazis und pipapo. Und war halt ein bisschen schade, weil das von der Partei kam, mit der ich eigentlich halbwegs sympathisiere. Die Linke in dem Fall. Die doch, das ist auch so ein Übel wie die anderen auch. Aber ja, das war halt Dings. War halt so, habe ich gesagt, okay, da muss man dann jetzt halt durch. Und wir haben uns dann halt mit den Leuten auch auseinandergesetzt. Ne? Aber es war auch tatsächlich auch ein bisschen, weil er halt Savior war. Ne? Da haben die was gefunden, wie sie ihm gut ans Bein nochmal. Und ich war so stolz auf euch, weil ich habe es nur in den Medien verfolgt, dass ihr das Thema behandelt habt. Und es war doch indirekt, es war auch, die haben gesagt, es ist ein Mordaufruf für Pädophile, wa? Ja, das war, die haben es einfach, das ist vollkommen irgendwie auch alles so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und so weiter. Und am Ende des Tages ist Musik auch ein Gefühl und ein Text ist auch immer eine Interpretationssache so, ne? Und das ist nochmal was anderes, als wenn du jetzt dich zum Beispiel in einem Interview oder im Fernsehen hinsetzt und etwas sagst oder ob du einen Text schreibst. Für mich sind das zwei Ebenen noch, ne? Klar, manchmal ist es Metapher, manchmal will was drastischer darstellen durch den Vergleich, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Aber ich fand es ja eigentlich cool, dass der Aufruf war. Also da auf jeden Fall einer, was dagegen gemacht hat. Wir haben jetzt nicht zu irgendetwas Krassem aufgerufen oder so war das nicht. Das resultierte auch mehr aus diesem Thema, aus ritueller Kindesmissbrauch und so weiter heraus und aus Sachen, die Savior und ich gelesen, gehört und gesehen hatten und so weiter. Da bin ich voll mit einer Pump-Action reinrennen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Nee, das hat mich damals interessiert, weil ich habe immer probiert, den Track zu suchen. Nee, besorg dir, das ist auf der Das ist lieb von dir, danke. Cool. Cool, Alter. Wie viel Solos hast du, Sigi?
7. 7. Noch nicht so viel, ne? Für so, weiß ich nicht, 20 nee. Jahre oder naja. So. Aber man muss auch immer ehrlich sagen, Bro, du hast schon immer hochqualitative Sachen am Start gebracht. Und ja, das sind alles Meilensteine auch eigentlich, ja. Ein Album, die Maske haben wir viel gepumpt. Mein Lieblingslied von dir ist Bergab. Vorhin war es noch keine Angst. Nee, aber von denen, die gepumpt haben im Knast, weißt du. Bergab, achso, ja. Ja, da haben wir die immer gepumpt. Bergab. Gut. Mhm. Also Bergab. Man führt ah, bergab. Aber jetzt habe ich mich widersprochen, es klang wie widersprochen. Es klang wie widersprochen. Jetzt war ich nur gerade in diesem Bonnie Trench-Film, da haben wir immer dieses Bergab gehört. Das Album hatte man nicht viele CDs, ja, Mann, Alter. Ach, Freunde, Alter. Ich bin high. Ja, ich auch. Cool, Sigi, soll es sein. Wo ist denn der dritte Joint? Auch passiv, Digga. Ey, ist immer noch ein grüner Bereich, Savasch? Ist immer noch ein grüner Savasch-Bereich? Alter. Ist noch cool, Savasch, alles? Wie Fred, Alter. Ehrlich? Nein, man wird doch nicht passiv steif. Doch klar, Alter. Ich nehme gleich ein bisschen CBD. Dann General, willst du mal einen schönen Ballon machen? Das wäre ein Traum. Ja, machen wir einen Ballon voll. Ich weiß nicht, was Ballon ist, aber ich habe schon vorhin gesagt, es klingt so nach irgendwas ganz Dubiosem. Alter. Ich wusste es bis letztens auch noch nicht, ja. Es gibt jetzt auch voll so 1000 Style zu kiffen. Da gibt es hier Vaporizer. Da sagt letztens mein Kumpel Heger, ach, bevor es gemütlich wird, höre ich meinen Vaporizer. Da sag ich so, wann soll ich so ein kleines Ding, dann inhalieren wir halt pur und. Dann hat er so ein Ding mitgebracht, so ein richtiges Tischspiel. Das wollten wir jetzt eigentlich aufbauen für Sigi extra. Nur du meinst ja, ah, wir haben jetzt eh viel geraucht. Naja, und das wäre aber noch mehr geraucht worden. Das ist so ein Vaporizer, da kann man Ballons füllen. Die inhaliert man so. Meine Nachbarn denken auch alle, ich schnüffel Patex, aber es sind Cannabis-Bonger. Boah, straff, straff, straff. Was mit so MDMA und so eine Sachen? Wie ist das vom Turn her, Alter? Boah, darauf reagiere ich ganz aggressiv. Also ich kann nur natürlich, ich kann es gar nicht. Oder ich weine dann nur, Alter. So mit, meinst du mit aggressiv? Super emotional halt. Ja, ich habe letztens so ein Ding gefressen aus Frust. Habe ich echt probiert, wieder auszukotzen, Bro. Wa? Also ist echt okay. Gift sowas, Alter. Nee, Mann. Nee, wenn ich alt bin, ich werde mir auf jeden Fall, wenn ich alt bin, nochmal irgendwas geben, Alter. Mach das nicht sauer. Nee, wenn ich richtig alt bin, meine ich, Alter. Bist du jetzt schon? Noch älter, Bruder. Doppelt so alt. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 40. Hab einen Körper eines, 40. Körper eines 20-Jährigen. Ja. Im Kofferraum. Ach Mann, Alter. Nee, ey, jetzt denke ich schon voll, das will ich jetzt echt nochmal klären mit dir, Sigi, dass ich jetzt mich nicht widersprochen habe. Was ich hier pumpe, ist keine Angst mit Jumpy Tide. Ja. Nur dann war ich jetzt in der Zeit auf Twitch so und denke, Leute, können mein Gehirn reingucken. Da war ich echt in der scheiß Bonnie's Ranch. Ja, und da hatte man nichts. Und der Paco hatte auf Zelle ein paar CDs, hatte Bushido, die Agro-Sachen, ein Jihad-Album und dein Album. Die Maske war das doch, oder? Wo Bergab drauf ist, oder? Nee, Bergab ist auf Ich. Ich, genau, ich. Da war auch das Lied mit Massiv und so drauf. Das haben wir immer gepumpt, ist richtig, genau. Ja, Mann, Bro, Alter. Für mich bist du auch, ihr seid beide mit für mich verdammt scheiß starke Rapper, Mann. Danke, Bruder. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Mann. Für mich, ihr seid Superlative. Danke. Halt ich wie alle drei hier, wir sind Genies. Ja. Ich bin der perfekte Reporter. Ohne Spaß, das bist du. Ja, wirklich, Mann. Der fliegende Reporter. Carlo Colunda, aber wie hieß sie? Von Benjamin Blümchen. Carla Columba. Ich bin Carla Columbia. Ja. Ich glaube, das ist hier so gut, weil das so echt ist. Ja, Mann. Ach, Spaß. Hier geht's, nee, hier geht's nicht so um die Fragen. Und, Digga, ich kenne keinen, der sagt, dass du nicht korrekt bist. Kein. Danke. Oh, Scheiße, Alter. Sorry, Dicker. Die Vandalisten wieder, ne? Die Kreuzberg wieder. Komm mal lang, um alles kaputt zu kloppen. Entschuldige. Nein, das ist nicht schlimm, passiert Ihnen. Passiert Ihnen. Danke, Sigi, danke. Ich wollte es zurechtschieben eigentlich. Bitte, Dicker. Ich habe gesehen, dass ne? Du nicht genau so drauf ist. Also deswegen ist das hier auch, deswegen haben wir uns auch so gefreut, hier zu sein. So, wir wollten auch unbedingt dieses Interview machen. Weil wir auch wussten, das wird nicht wie ein Interview. Wir haben jetzt schon einiges gemacht, das sind doch immer dieselben Fragen. Ja. Du hast die Fragen nicht gestellt. Ach, wir haben alles Wichtige gesagt am Ende des Tages. Das, also wir müssen ja auch auf die Tour hinweisen. Irgendwann muss auch mal erwähnt werden, dass das Album kommt. Das haben wir alles schön nebenbei mal gesagt. Und über die Blume, über die Blume. Genau, und ansonsten habe ich mich einfach hier schön hingechillt auf das Bett, das schon die 120 Kilo Brocken ausgehalten hat. Voll gut. Eigentlich sei Sex ist gut, Weihnachten ist öfter, wenn ich ehrlich bin. Aber. Ja. Sex ist öfter, Weihnachten ist... nee, Sex ist gut, Weihnachten ist öfter. Nein, Quatsch. Jungs, Alter, ich wollte euch sagen, keine Schleichwerbung. Ich habe jetzt auch mein Meilenstein gemacht. Mein Album heißt 100%. Savasch wird ja drauf sein. Und, was ist das?
Und das ist das Mixtape. Das Mixtape gebe ich dir auch noch Credit, Ziggy. Genau. Wenn der da haut, man da vorhin eins gibt, eins ist für dich. Da seid ihr auch drauf. Bist du drauf, Ziggy? Savas ist zweimal drauf, Ziggy einmal. Geil. Ich habe euch natürlich nicht gefragt, aber so muss es ja nicht sein. Mit Widmung, bitte. Danke, Bro. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Warte mal. Machen wir gleich, Savas, wa? Ja, gut. Cool. Ich dachte so, den Moment noch so mitnehmen. Okay. Ist das denn hier schon vorbei? Und dann, nee, ich hoffe nicht. Nee. Savas muss los. Und ich wollte dich auch noch bitten, dass du mir das widmest. Gleich hole ich auch die Maskenplatte raus. Halt's mal, Savas? Ja, klar. Da werden sie wieder alle schreiben, was ist das für eine Arschleckerparade gewesen. Ey, sagen sie doch immer, die Idioten. Aber ihr wisst das nicht, ihr seid alle viel zu jung, um mitzureden. Also zumindest die das schreiben. Die das jetzt nicht verstehen. Achso, ich nehme mal was Dickeres. Die das jetzt nicht verstehen, die können nur sehr jung sein. Kann ich mal nicht? Ja, klar. Nee, du sollst ja bei mir unterschreiben. Warum will ich denn jetzt unterschreiben? Kraft ist auch ein geiler Typ, ne? Wie kamst du auf Kraft? Warum hast du jetzt das Mixtape mit ihm gemacht? Du, ich finde, er arbeitet sehr gut. Ich mag seine Cuts sehr gerne. Ja. Mhm. Und ja, das ist einfach so entstanden. Und das ist einfach so, da sind die ganzen Lieder, weißt du, ihr habt es ja mitbekommen. Ich war jahrelang versagt. Ja. Und ich habe ganz viele nicht auf dem Schirm bekommen. Und diese Sendung ist hier so, die Chance, die mir dort gegeben hat, nutze ich. Das sind ja wie meine Blogs dann und so. Und dann haben mich ganz viele nicht auf dem Schirm gehabt. Die dachten ja immer, ich bin Nazi oder sonst was. Freunde, die dachten von mir Sachen. Ja, oder so, also auch wie ich bin so, auch für einen Mensch. So einfach auch wie so ein wildes Tier oder so, dachten die, glaube ich, manchmal von mir. Jetzt, wo die sehen halt auch, man kann mit mir arbeiten, das, dann läuft es ganz gut, habe ich ein paar Gigs bekommen. Und das ist halt für die Leute, die mich entdeckt haben durch die Interviews. Danke, Savas. TV Schwarzen mit Savas. Hey, Boogie. Ja, klar. Nee, die haben dann einfach auch nie gewusst, dass ich Musik gemacht habe. Und dann können die natürlich nicht alles nachholen und dachten, wenn die Sachen gefällt, dann habe ich so einfach 24 Dinger raufgeknallt, hat der Kraft voll toll zusammengemixt. Und so ist das Mixtape entstanden, weißt du? Okay. Ist hier überhaupt eine drin? Ja, okay. Cool. Ey, jetzt hier. Machst du auch einen auf? Oh, danke. Nein, Mann, aber ich habe jetzt auch ein Album dann auch sehr stark im Studio gearbeitet, auch ein sehr modernes Album. Mein letztes Album war ein Retro-Album, Sigi, ja? Was heißt Retro-Album? Da haben wir nur so Schnulzen und so alles auf G-Funk, so sehr altmäßig. Okay. West Coast, mhm. G-Funk hast du dich gemacht, ja, Mann. Killer, 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 Killer. Das ist meine Rentenabsicherung. Ja, niemals, Alter. Ey, jetzt ist gerade die Luft raus, was Fragen geht. Habt ihr Bock, ein A Cappella zu machen? Wollen wir ein A Cappella mal machen? Nee. Auch kein Bock? Nee, aber lass uns doch einfach das Leben ein bisschen noch. Okay, gehen. Klar, ey, dann lass uns quatschen. Ja. Ich hau noch einen an. Wie seht ihr so die Verantwortung, was uns immer an den Kopf werfen? Sigi? Hm? Verantwortung der Jugend gegenüber, wir machen die Jugend kaputt. Ist das wirklich noch Thema? Ich glaube auch nicht mehr, eigentlich so, wa? Und also das war doch auch nur so zu Wahlkampfzeiten ein Thema, ne? Ansonsten ist das doch wirklich kein Thema mehr. Und mittlerweile ist es doch für Leute auch schon schwer, auf den Index zu kommen, oder? Ich war eigentlich noch nie auf dem Index, außer ein Album, das über Agro lief, dieses Willkommen in Abschaum City. Da sah ich auch immer noch Freunde, das ist wie die bestimmte Metapher, die ich gerade zu Savas meinte. Ey, ich bin der krasseste Anti-Dritte Reich-Fan. Für mich waren es Hurensöhne. Ich wäre vergast worden. Meine Familie wäre zum Teil vergast worden. Meine Opas hieß, mein Vater heißt Reinhard, mein Onkel Eberhard, meine Tante Sigrid. Wollte ich gerade sagen, das ist Holocaust-Rap. Ey, hallo. Jeder MC weiß, wie ich sowas meine, oder, Sigi? Ja. Und da habe ich mich voll geärgert, weil das Abschaum City ist auch so ein Album, das würde ich meinen Sohn vorspielen. Nur bei einer Line sage ich das halt und das hat mich krass geärgert. Aber was ich gerade sagen wollte, ist nicht verrückt, wie wir damals da mal gecyphert haben in den Kellern und voll die Außenseiter waren, die irgendwas voll Neues machen, was die alle nicht kennen, so vom Style. Und jetzt ist es so salonfähig, Hip-Hop ist so groß. Ich glaube, wir sind so die neuen, ihr seid berühmter so als Andrea Berg.
Wisst ihr, wie ich meine? Bei jungen Leuten. Ja, bei jungen. Also nein, das stimmt nicht, Siggi. Ihr beide, guck mal, wenn ich zu meinem Vater mal sage, mit wem, weiß er nicht. Ich kenne selbst meinen Vater, mein Vater kennt sich auch aus mit Rap, aber auch so die Freunde von meinem Vater oder die Nachbarn oder so, also euch kennt jeder. Ja, das stimmt schon. Bei mir, mich kennt ja auch die ganze Stadt. Das, guck mal, ich sag euch ehrlich, ich genieße es ja voll. Ich habe nur gutes Feedback, ja. Ich bin immer so stolz. Ich laufe ja überall alleine lang. Ihr auch. Und wie ist es, Freunde? Aber findet ihr nicht manchmal so, also so, wenn es einem schlecht geht, gestern ging es mir nicht so gut so. Manchmal ist es dann so hart. Gestern? Immer, ja, gestern. Ach, vom Kopf so ein bisschen. Meine Mutter ist ja krank, weißt du, hat Krebs und ihr geht es Gott sei Dank gut so, weißt du, aber trotzdem denkt man drüber, so. Dankeschön. Man denkt aber nach, Bruder, ja. Und dann wollte ich einfach mal nicht so sein, draußen ist mal raus, gleich kennen welche wieder Foto und so. Manchmal will man seine Ruhe so, wa? Was, und ihr struggelt noch 4000 Mal krasser an diesen Scheiße drin. Ich habe ja so kopfig wieder erst, seit ich in diesem Rap-Kuchen drin bin, ja, Freunde, Rap-Szene, ja, Rap-Game, diese ganze Gekenne und so, was macht ihr denn mal, um abzuschalten? Für mich funktioniert Urlaub am besten. Urlaub. Weg zu sein. Ja. Und dann so, und mich nur mit meiner Familie umgeben. So. Aber auch wenn ich zu Hause bin, kann ich ziemlich gut abschalten, wenn mit der Familie, mit den Kindern und so. Aber richtig abschalten kann man tatsächlich nur mal so am Strand oder so. Das ist für mich die allerbeste Zeit dann am Strand. Was ist denn da los, Digga? Zu hart haben wir es jetzt? Ey, dann sind wir Wichser. Ich hab echt. Nee, du bist aber ein Gast. Jetzt ist Stopp. Nein, Stopp. Stopp dann. Angeblich wird man ja passiv nicht high, aber. Es ist, glaube ich, vielleicht erinnert sich, ich meine, mit 14 habe ich noch 2-3 Mal versucht zu kiffen und vielleicht erinnert mich der Geruch dann so krass wieder an Bufferei. Ich meine, Mel hat ja ihr halbes Leben neben mir gebufft, so daher. Ich glaube nicht, dass man so krass high werden kann, Alter, von dem bisschen dabei sitzen. Ich habe mich immer damit beschäftigt, auf jeden Fall kriegst du es nicht ins Blut rein, aber vielleicht reizen dich die Augen, wir lassen es jetzt einfach. Nee, easy. Gast ist König. Also, sag mir jetzt, Savas, du musst eine Ansage machen, darf weiter gesmoked werden oder nicht? Du bist Abi. Ich bitte drum. Abi, Savas, darf ich rauchen? Danke, Teschke Erde. Ah. Ey, weißt du eigentlich, warum der Thunfisch heißt? Sag mal, ich kannte ihn nicht. Da ist ein Türke durch Meer geschwommen, hat ihm einen Fisch gebissen. Meinte, ey, warst du Thunfisch? Mhm. Was macht ein Deutscher einen Kartoffelsalat? Reise ins Ich. Ey, wo waren wir stehen geblieben? Okay. Wo waren wir stehen geblieben, Freunde? Ist ja auch abschalten, genau. Siggi, Urlaub, du auch Urlaub mit Familie? Ich habe ja mein Studio auf dem Land, ein paar hundert Kilometer von hier und tatsächlich, ich kann am besten abschalten, wenn ich da bin, nichts mache und ob du mir glaubst oder nicht, ich bin so ein richtig primitiver Netflix-Dude dann. Ich sitze einfach und gucke einfach so 3 Tage lang eine Serie komplett durch und für mich ist das entspannend so. Davut war sogar schon mal da, der war da, ist ja im Nichts, ne? Im Niemandsland so. Kühe hast du mal gesagt und so, wa? Gibt's paar in Nähe Pferde? Von Heidelberg, ne? Nee, das ist nochmal länger her. Okay. Nee, in der Nähe von Bamberg ist das. Mhm. Das ist so richtig, aber ich glaube, Berlin ist ja auch so, ne? Ich meine, Berlin ist halt auch super schnell und so, ne? Also wenn du hier rausgehst, hast du halt auch direkt, bist du voll mitten im Leben einfach so. Dann kann das schon schwerer sein, da mal den Kopf freizukriegen. Ich verstehe das schon. Ja, voll. Und ich finde auch, ich merke das auch immer, in Berlin bleibe ich mit dem, was ich bin, so. Anderen Städten so, da kann man gut abschalten. Und es zieht einen nicht so runter. Die ganze Hutscheiße, weil ihr kennt es, sie kennt es, MV, du kennst Struggle da Kreuzberg, hier, wird man unterschätzt, hier ist das Gleiche, aber. Und dann auch immer oft so, das ist immer so, immer der gleiche Ablauf. Und das letzte Mal, ich war das letzte Mal vor 6 Jahren in der Türkei, weil mir war es auch mit Bewegung so Problematik. Das war der letzte Urlaub. Vor 6 Jahren oder 6,5 Jahren. Und ich habe so entspannt, bin da auch nur voll im Hotel. Ja, und jetzt überlege ich gerade, ja, vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben, wo würdet ihr denn bei der heutigen Situation entspannen? Was meinst du, politische Situation? Nee, überhaupt auch. Ich habe auch keinen Bock, in der Karibik einen Tornado in die Fresse zu bekommen. Nach Amerika kann ich, glaube ich, nicht fahren. Was spricht denn gegen die Türkei? Türkei, kann man fahren? Ist easy noch da? Du hast ja Cluburlaub, ne? Also ja. Fliegst du hin, zahlst du im Endeffekt 320 Euro inklusive Flug und eine Woche Urlaub. Also und frisst dich voll den ganzen Tag. Das also war das letzte Mal. Alle dachten, ich bin auf Anabolika, als ich krank habe nur Fleisch gegessen. Ja, aber das macht das. Mhm. Das geht doch. All-inclusive Urlaub in der Türkei besser. Ja, gut. Alter. Davut sagt ja. Davut nur machen. Ja, aber ich muss auch mal wieder weg, wisst ihr? Ja, unbedingt. Ja, man, waren echt voll wilde Jahre, weißt du, bei mir. War eine Menge Scheiße los. Ja. Aber jedes Mal so. Ja, Mann. Ach, verrückt. Einmal, Alter, auf dem roten Teppich, Alter, habe ich dich getroffen, Savas.
Bei Straight Outta Compton. Ja, Premier. Da war ich ja high. Alter Scheiter. Ich kann tatsächlich, ich sehe das bei Leuten nicht, ne? Also voll oft treffen wir Leute, wo ein Kumpel dann sagt, oh, der war richtig drauf. Ich sage, ich schwöre, ich merke das nicht. Ich merke es nur, wenn einer gekifft hat, wegen den röteren Augen. Ansonsten, ich merke nicht, wenn Leute auf Koks sind, besoffen, na klar, aber ich merke nicht, wenn die auf E sind oder irgendwas. Ich habe dafür kein Gespür. Ihr könnt das besser, weil ihr das alles merkt kennt. Es sofort. Digi merkt es sofort. Mich kennst du doch, aber mich merkst du, wenn ich getrunken habe. Aber merkst du, wenn einer geballert hat, wenn er gezogen hat, richtig schön? Nicht bei allen. Ich muss auch immer Gott sei Dank sagen, auch zu der Zeit, wo ich viel geballert habe, ich war immer der Gleiche. Also ich war immer die gleiche Person, war halt nur schlechtere Gedanken, aber hatte immer die gleichen Freunde, hab Gott sei Dank. Ja, bei dir ist das alles so ein bisschen, du bist eher masochistisch, ne? Du lässt so deinen Frust eher an mir selber raus. Ist richtig. Früher an anderen, Sigi, bis 25 war ich der schlechteste Mensch, also ein Teufel war ich. Ich bin aus dem Haus gegangen von meinem Vater, war so mit Frust, hab gleich schon vor einer Tanke einen verprügelt, hab Leute unterdrückt, Leuten die Hack genommen. Dann wurde ich ja, denke ich mir auch, hat mich Gott dadurch auch mich auf den Boden der Tatsachen geworfen, habe ich meinen Verstand verloren, da war ich jahrelang krank in Psychiatrien und seitdem bin ich ein anderer Mensch. Das heißt, wie Sigi vorhin meinte, die Idioten gucken uns jetzt und denken, die Alten geben sich da Props, kriegen sich Arsch, die kennen uns nicht, Sigi. Arzt hat sich immer mich gekümmert. Ja. Immer, Arzt der Beste, meine ganzen Brüder, ich liebe euch alle Brüder, die mich, guck mal, meine Freunde sind gestorben da drin, Russ hat sich umgebracht auch. Ja, ich hatte immer Brüder, die auf mich aufgepasst haben, ich habe ins Bett gepisst, ich habe alle Leute um mich rumgeschlagen, ich war am Bett gefesselt, ja, ich war Klaps mit Forensiken, urhaft alles, ja, auf diese Scheiße. Das hat meinen Verstand kaputt gemacht. 10 Jahre war ich krank. Ich habe alle möglichen, ich habe so viel Scheiße gemacht, aus dem Fenster gestochen, nackt durch den Bezirk gelaufen mit Machete. Ja, nur Scheiße gemacht, ja, und hatte immer meine Bruderschaft. Bei mir ist das kein Fake, dieses Bruderschaft-Ding. Ich werde nie eine Frau oder irgendwas, außer vielleicht meinen Sohn, über den Bruder setzen, weil die waren immer da für mich, ja. Und noch das andere ist, ja, Sigi, weißt du, die sehen mich jetzt, wie ich rede und dass ich jeden zu denen Liebe gebe und jeden auch gut, also denen gut da bin. Ihr kennt mich noch so am Schluss ein bisschen, Leichtteufel, da war ich auch noch viel wilder. Du weißt damals, wie ich rumgelaufen bin. Immer scharfe Wumme dabei, den ganzen Tag war in Konflikte, arrogant, dekadent, mit Geld nicht umgegangen. Von dem Geld, wo ich heute einen Monat lebe, Alter, habe ich einen Tag verbrannt. Da habe ich nicht geballert, ja, also. Und ich glaube, ich bin eigentlich voll froh, dass alles passiert ist, weil dadurch bin ich jetzt und das hätte ich früher nicht geschätzt. Und ich merke auch viel mehr, wenn diese Liebe in einem drin ist, kannst du auch viel mehr Liebe geben, weißt du? Und ich genieße das jetzt so und manche belächeln mich ja, die sehen mich im Bus oder so, ja. Aber guck mal, ich sehe mich BVG fahren, belächeln mich auch in dieser Wohnung. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt, ich darf nicht Auto haben wegen Führungsaufsicht und jetzt auch nicht, wegen sollte ich auch nicht, ja. Und bin der glücklichste Mensch, was sowas angeht, der Welt, ja. Und ich bin auch froh, dass alles ist, so, weißt du. Und wollte auch sagen, so auch einmal da, wo ich dann blöd geschossen habe, wegen dummen Sachen, die wir nicht ansprechen wollen. Nur wenn die Leute fragen, wo ich diese Punchline hatte und dann sauer war, es war einfach verletzt, weißt du, und hat auch dumm gesehen, dann denkt man nicht nach. Und ist verbittert, ja. Und deswegen so, ich liebe euch beide, Alter. Ihr seid die Schärfsten, Alter. Sigi, Alter, und Zabat, Alter, die Schärfsten. Dann macht ihr noch ein Album, Alter. Ich hoffe, euer Fankreis multipliziert sich. Erzählst du noch einen Witz, bitte? Was für ein Witz? Okay, sag, such den aus. Was für eine Kategorie? Schon was Dreckiges, oder? Ja, dreckig. Oh, was Dreckiges, okay. Okay, Arbeitskollege kommt mit einer ramponierten Fresse zur Baustelle. Sagt der Arzt, Dicker, was passiert? Sieht aus wie nach einem Tyson-Kampf. Ja, meine Frau. Wie deine Frau? Was hast du gemacht? Die hat nur ein Wort gesagt. Wie, du hast ein Wort gesagt? Die hat dir die Nase gebrochen und das Auge zerhauen? Was hast du gesagt? Ja, nur du. Wie, du hast nur du gesagt? Und die haut dir so aufs Maul? Na, sie meinte, Schatz, wir haben seit 2 Monaten keinen Sex. Da lacht man später. Ey, Sascha, du hast auch eine Minute. Mann, die hatten das aufs Maul gehauen, weil er meinte du. Und der hat sich gefragt, warum. Und ja. Das Pärchen hat seit 2 Monaten keinen Sex und sagt seine Frau zu ihm. Und er sagt du. Weil er anruft. Kennst du den Witz? Telefonierst du mit deiner Frau noch Sex? Na, wenn du ein Handy dabei hast. Besser gepeilt. Nein, mit du aber hast du jetzt gepeilt. Ja, ja, jetzt die Killer, ey. Ja, aber den zweiten habe ich jetzt nicht gepeilt, was? Sagt der eine Atze, und redest du mit deiner Frau nach dem Sex? Na, wenn ein Handy dabei hast? Achso, redest du mit deiner Frau nach dem Sex. Naja, wisst ihr schon, warum? Morgens kann man hier schon eine runterhauen und am Tag findet sich schon der Grund.
Alles nur Witze. Okay. Jetzt sind wir hier. Sieh, erzähl du ein. Ich weiß keinen, warte. Ach komm, dein Lieblingswitz. Ja, was steht auf der. Was steht auf dem Grabstein von der Putzfrau? Die kehrt nie wieder. Naja, okay, ich erzähl keinen Witz mehr. Das lasse ich bleiben. Hast du jetzt aber? Ich vergesse die immer kurzfristig dann. Aber ich dachte, Sigi erzählt Umberto dann. Ich kenne doch ihn. Also Umberto wäre Umberto. Ja, der ist alt, aber wäre trotzdem okay noch. Alter, das heißt, das kuscht halt gut. Ja? Angenehm, Alter. Ich muss weiter rauchen. Ey, aber Sigi, du trinkst echt keinen Jägermeister. Nee, nicht mehr. Das ist hart, man. Ey, ich hab neuen Flow ein bisschen. Zeig mal. So, B und ich haben. Ja, ich zeig dir ein paar Sachen davon. Das ist uns Hofter. Der Junge mit den Hoodie schießt, Pennywise hat Angst, unterm Bett könnte Boogie liegen. BLN, Drogenkrieg, Benzin, Anthrazit, schwarze Quarzsand, Handschuhe, extra Magazin. Schlechter Umgang, haltet eure Kinder fern. Die anderen spielten Lego, ich spielte mit Ninja-Stern. Heiße Fracht, Mörder in den Straßen, aktiv in der Nacht, wenn die guten Bürger schlafen. Und sie gucken frech, Ratten wollen den Beef haben. Der Anti hält in Jogginghose, abgefuckte Sneaker. West-Berlin ist Gossip, Boogie Boss, Berlin Crime. Sagt den Held in Strumpfhosen, für den Job ist er zu klein. So, wir haben ganz viel geübt. Ja, und Doppelreime und so. Ja, mal ganz viel. Ganz viel. Aber auch das neue Album klingt ja auch relativ modern und so, ne? Ich habe ja fast. Dealer strecken den Stoff, riecht das Chlorophyll im Wind, zieh die Decke übern Kopf, denn der Horrorfilm beginnt, weil uns der Stoff in das Grab bringt. Auf den Hartz IV Beleg liegt ein rostiger Schlagring, Alarm in der Stadt, steht jetzt auf den letzten Stufen, Spider-Man hat kein Netz, um das SEK zu rufen. So viel hat, das habe ich ganz viel Belasch zu verdanken, Mann. Ey, dadurch durch die jahrelang, Liebe und Röhe, wir lieben dich, Belasch, mein Mann, Alter. Kreuzberg Musikgeneral Nummer 1, West-Berlins Finest, mein Bruder, ich liebe ihn, ich küsse seine Augen. Ja, er hat mir, guck mal, er hat mir psychisch aufgebaut wieder, sag ich ehrlich, das habe ich Bela zu verdanken, ich habe es einem Homie zu verdanken, aber von den Musikleuten, von den Produzenten, ja, er hat mich psychisch aufgebaut, Selbstbewusstsein gegeben, clean, kein Alkohol, dadurch kam es ja auch mit ihm komplett aufhören, weil ich dann immer gesagt habe, ich werfe das dann mal wieder ins Wasser, jetzt höre ich komplett auf, weil diese Sisyphus-Arbeit ging mir auf den Sack, guck mal, wisst ihr, dieser Typ, der den Berg immer hochrollt und dann wieder runter und dann neue Flows, wir haben neue... Bei dir muss es auch entweder ganz oder gar nicht, genau. So ist es aber bei dir auch, wenn du was nimmst, nimmst du es... Exzessiv, totale Kante, weg, gib ihn. Und dasselbe heißt 100%, da habe ich 100% im Studio gegeben, Freunde. Zabasch, wir haben so ganz anders, wir haben die Punchline zuerst geschrieben, ich habe die Texte, haben wir auf Sprachmemo aufgenommen, da habe ich sie zu Hause auswendig gelernt, in die Beats musste mich reindrücken, ja. Ich bin so stolz auf das Album und wir haben schön gearbeitet. Und sehr gut, Alter. Ja. Er hat mir ja auch nochmal die Beats geschickt und auch nochmal die Sachen, die drauf sind. Also ist auf jeden Fall nice. Du hast ja auch einen Song mit Vaisel, ne? Genau. Den Track fand ich auch geil. Der war sehr, sehr cool, auf jeden Fall. War auch für ein paar Trap-Sachen so, Sigi, aber ich bin wie du zum Beispiel auf dem UFO-Track der gleiche Sigi. Ja, der gleiche Boogie, wie du der gleiche Sigi bist. Also, das war sehr hart und ich sag, zum ersten Mal habe ich so gearbeitet wie so ein richtiger Musiker. Du weißt, beim Bassbox-Arzt war ich mit einem betrunkenen Atze, der ins Studio gesprungen ist. Bei allen anderen Sachen habe ich hingerotzt, ich wusste gar nicht mehr arbeiten, 5 am Tag aufgenommen. Wir haben richtig hart gearbeitet, weil auch von Savas habe ich viel gelernt. Das habe ich dann später erst verinnerlicht. Aber du sagtest mal, der Track wird für immer in der Welt sein. Du gesagt, das waren deine Worte damals im Studio. Ja. Und das habe ich immer mehr verinnerlicht. Aber ich denke mir auch, Sport, das ist viel Sport, man muss 100% geben. Und ich sage, guck mal, egal für jeden es ist, ich bin auf Weed und gebe 100%. Aber für mich ist halt, diese anderen Sachen bringen mich nicht auf 100%. Und das war sehr schön für mich. Ja, ich bin stolz drauf und wird im Frühjahr kommen. Kann's das Album. Sein, ja, man, bin voll stolz drauf. Ich wollte fragen, wann kommt das? Im Frühjahr. Gut. Frühjahr heißt erste Quartal. Ja. Also Sigi, das ist ja wie eine Gangbang-Olle im Raum, da kann jeder rauf, wa? Wenn du noch einen zusteuern willst, als Überraschungsgast, du bist ja mal busy, mein Album. Ich weiß nicht, das war mir schon bewusst. Weil Sigi, guck mal, wo sind sie denn? Schick mal, wenn du eine Idee hast, schick mal was vor. Ey, sehr gerne, Bro. Nee, und
ja, wir haben da sehr schön gearbeitet und ja, ich bin, mir geht's zurzeit richtig gut, Mann. Gut, freut mich. Freut mich, gönne ich dir auch. Danke, Bruder. Ich gönne dir jeden Erfolg, ich gönne dir das hier so sehr. Danke, diese Bruder. Sendung. Mann, das macht so Spaß, ich blühe auf, Sigi, Mann. Meine grauen Zellen rotieren mir. Ich habe wieder einen Grund, warum ich abends nicht abschieße, Mann. Es macht Spaß, ich fahre überall hin. Hamburg gibt mir Liebe. Alle Städte geben mir Liebe, weißt du? Und es ist sehr schön. Und ich sehe es wieder alles wie so eine Hip-Hop-Familie. Und ich auch so, weißt du, eine Liebe. Und das hört sich blöd an. Du weißt, was ich meine, Bro. Das ist schön. Guck mal, die kennen mich nicht als Killer. Das ist schön, wenn ich. Der Killer ist immer noch drin, aber der Hass ist draußen, ja, weißt du? Wie gesagt, ich gönne dir das. Danke, von ganzem Sigi. Herzen. Danke, Sigi, Alter. Hamdallah. Ja, wie dein Lied heißt, wie dein Lied heißt, Hamdallah. Ja, ihr müsst unbedingt ne, diese Sendung abonniert den Channel hier unbedingt, falls ihr nicht schon abonniert habt. Und kauft das Mixtape. Aber eins ist mir schleierhaft, beim Ratespiel habt ihr ja vollkommen versagt, dass ihr nicht wusstet, so Süd-Berlin, Boxer, das war lustig, ja, ihr hattet mich nicht mal auf dem Schirm, wa? Ich war so lustig, Alter, ich war voll lustig. Ja, nee, das war geil. Ja, wir waren nah dran. Wir haben schon sehr gut eingegrenzt, ne? Aber es gibt eben zu viele aus dem Süden. Ja, aus dem Süden kommen sehr viele Rapper, Mann. Ja. Ja, ist eigentlich krass, wa? Weil Turan sagt immer zu mir, hier, oder ja, Turan aus Herken hat zu mir gesagt, die verstehen mich, weil hier wohnen auch weniger Vernünftige, weniger Verrückte, auch weniger Vernünftige. Kennt ihr die Langwitz-Problematik? Und bei Kreuzberg und Neukölln ist eigentlich so die Ghetto-Hoods, ja, auch so, die man immer kennt, aber kommen gar nicht so viel, da auf Kreuzberg kommen total viele, aber von denen, die man kennt, kommen doch ganz schön viele aus dem Süden, kann man sagen. Eigentlich komisch, von denen die angefangen haben. Bushido, Basultan Hengst, Frauenarzt, kommt viel auch auf den Süden. Habt ihr das am Anfang so belächelt immer, wenn ihr so in Kreuzberg wart oder ihr MV? Nee, na, ihr nicht, nee. Findet jetzt dann gut. Ihr wart auch mal cool. Ich hatte eh nur so einen kleinen Radius auf dem Schirm, so, ne? Also man hat ja meistens, deswegen war Bunker ja so geil, weil einfach verschiedenste Leute zusammengekommen sind, so, ne? Ich wusste zum Beispiel, hättest du mich damals gefragt, wo Langwitz ist? Ich hätte das nicht gewusst, weil ich einfach nie weiter als Hallisches Tor oder Möckernbrücke gefahren bin. Möckernbrücke war so, okay, und dann ist man halt einmal im Monat auf den Kudamm gefahren. Das kennen die anderen nicht mal. Ihr Kreuzberger wusstet nie, wo. Weißt du wenn ich mit den Freunden bei meiner Mutter war, bei ihren Freundinnen im Ghetto da in Kreuzberg, die hatten Außentoiletten, von uns waren immer zwei verschiedene Welten. Wir hatten Kachel im Bad, also jetzt positiv gesehen gekacheltes Bad. Warst du mal bei uns eigentlich? Und ein MV, hör mal zu. Nicht im MV, wo wir im Wedding gewohnt haben. Warst du da mal? Da, wo Bobby war, war ich. Ja, da war ich mal. Aber nicht, wo ihr in der WG gewohnt habt, da das Ghetto-Ding da. Doch, na klar war ich da. Da wo Kimba auch und so war. Ja, genau. Du warst ja auch mal da. Ja, auch. Und bei MV kam ich ja über dann auch über einen Bekannten hin. Das war ja auch für mich krass. Ich kam da hin, dachte so bestimmt heile Welt. Dann kam ich da zu euch, auch übelst Ghetto gewesen. Ja. Und das war aber klar, was wir hin auch meinten, warum ich auch Österreich bin. Für mich war da auch als Langwitz auch immer klar, wir haben die immer ausgelacht, die uns immer belächelt haben. Wir dachten, die sind Bonzbezirk, die sind mit Krankenwagen zurückgefahren. Aber das wusste ich eigentlich schon immer. Weil viele Berliner wussten es halt nicht so halt, dass es überall halt so irgendwie Ecken gibt, weißt du? Jeder Bezirk hat doch seine Ecken, oder? So sieht es nämlich aus. Wie Ghetto Boys sagen, ja, die auch. Sagen die das? Every city got a punk boom also, from the hood. Ich darf das N-Wort nicht mehr sagen. Ja. Also ich sag's einfach, aber ich sag's jetzt nicht. Mhm. Ja, Mann. Irgendwelchen noch Leuten wollen wir Props geben? Allen. Alle, die geil sind, alle, die was machen, alle, die am Ball bleiben, Alter. Schöne Grüße. Schöne, viel Props. Alles Gute. Ja, alle, die mich nicht dissen. Ey, disst du jemand zur Zeit, Sigi? Nee. Echt nicht, wa? Ich mache jetzt Diss-Tracks sonst gegen, ich habe nichts zu tun. Ja? Und bin arbeitslos, natürlich. Wer ist fällig? Bau mir einen und sagst, wer es ist. Okay. Ich bin bestechlich, korrupt. Ey, das war Boogie Dancing Keeper mit meinen zwei Freunden, Savas und Sigi. Für TV-Straßen-Sound direkt im Gebäude. Boogie Dancing Keeper, schönen Abend, schönen Morgen, schöne Nacht. Bang. Oder kennst du den? Eine Frau hat einen Mann geheiratet, einen Bodybuilder, sehr gläubig, die waren noch nicht im Bett. In der ersten Nacht zieht sich der Bodybuilder aus. Oberkörper, zeigt so. Guck hier, Schatzi, Dynamit! Zieht er seine Hose aus. Spannt er die Beinmuskulatur. Sagt, guck, Schatz, Dynamit! Zieht er seine Unterhose aus. Dann kann man sagen, du schaltest dir so viel Dynamit aus, so eine kleine Zündschnur. Klingel runter. Ja, runter Zündschnur. Ey, ich hoffe, war nicht zu fest.
Ich mach Cash mit dem Rasen wie Adrian Robben. Die Mama vom Baby denkt, das bringt ne Mille. Doch in meiner Gegend ist die Hälfte auf Pille. Pistolen im Club, Full Metal Jacket. Das ist voll gut. Aggro, dann haben alle gesagt, Savas ist vorbei, jetzt kommt nur noch Aggro. Davor war es so, was weiß ich, dann kam, als Kolle kam, dann hieß es, Kolle ist da, Savas ist vorbei. Das war genau an meinem 6. Geburtstag, wurde mein Vater inhaftiert und 4-5 Tage später sind meine Mutter und ich sind dann geflüchtet. Die leben halt auch nicht für die Musik, ich lebe, also für mich persönlich, das ist der Inhalt meines Lebens aus. Baller die Testo und dann ja, Mann. Richtige Bushido nach Hause nimmt oder den Crow nach Hause nimmt, so weißt du, da sprechen wir über Geld so, aber so, weißt du, erzähl mir jetzt nicht irgendwelche Storys, so eigenes Urteil darüber bilden, aber ich find's sehr, sehr cool. Übergeil, ich find's auch super, dass er dabei ist, dankeschön, schöne Grüße auch an Sam. Savas hat Urteil gesagt. Urteil 2! Die waren in Berlin, das waren damals Casey Park.